So, damit sind wir am Ende vom Windenergietechnik MOOC angekommen. Wir haben uns mit dem Wind beschäftigt, dann mit dem Rotor, mit dem Generator und zum Schluss damit, wie wir unseren Windstrom ins Netz bekommen. Das ist natürlich noch lange nicht alles. Was kann man sich nun ansehen? Erstens kann man mit der Technik weitermachen, insbesondere mit den Windparks. Und wenn man dabei ist, mit Offshore-Anlagen, denn die wird man typischerweise als Windpark bauen. Gerade mit Offshore-Anlagen stellt sich das Problem, dass man große Strecken überwinden muss, um ins Netz zu kommen. Und da kommt die Technik der Hochspannungsgleichstromübertragung, HVDC oder auf Deutsch HGÜ. Und weil der Wind mal weht und mal nicht, ist die Frage nach Speichern, zum Beispiel Power to Gas, wo man versucht, mit überschüssiger Windenergie Gas zu erzeugen, was man ins Erdgasnetz speist. Wer glaubt, dass die Technik kompliziert ist, der hat sich noch lange nicht mit den rechtlichen Grundlagen beschäftigt. Das ist in der Windenergie genauso wie anderswo. Recht und Finanzierung sind eine Wissenschaft für sich. Da haben wir die Genehmigungsverfahren, aber auch Prüffristen, die eingehalten werden müssen. Wann ist was zu warten? Deshalb Wartungsverträge, die man auch korrekt aushandeln will. Aber vor allem, und da geht es dann wirklich ins Geld, Stromvermarktung und das Erneuerbare Energiengesetz. Aber zuallererst, nach der ganzen Technik in diesem MOOC, zuallererst muss man sich Gedanken machen über das Wechselspiel zwischen Windenergie und Mensch und Umwelt. Und weil das so wichtig ist, fängt hier gleich der nächste MOOC dazu an. Der Windenergie- und Umwelt-MOOC. Ich hoffe, wir sehen uns da.